dem Hashtag GetReadyPride with MMs hat M&M's eine TikTok-Kampagne geschaffen, die den Pride von Menschen feiert, die ihre Individualität leben und andere ermutigen, dasselbe zu tun. Mit dabei ist auch Riccardo Simonetti mit seiner Initiative für ein Leben mit Pride. Es geht hier um Selbstbestimmung, Akzeptanz und die gleichen Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen. Die LGBTQIA-Community feierte im Flagship-Store am Kurfürstendamm und startete den Countdown zum Berliner CSD. Heute ganz viele tolle Menschen zu Besuch bei uns. Zum einen Riccardo Simonetti, den die meisten wahrscheinlich auch kennen. Leni Bolt ist bei uns, Life-Coach, hat gerade ein Buch geschrieben und rausgebracht. Und eine ganz liebe junge Kollegin, die für unsere Arbeitsgruppe, unseren Arbeitskreis Pride und für unsere Queer-Community arbeitet bei Mars. Und wir werden zusammen auf der Bühne ein bisschen darüber sprechen, wie wir alle gemeinsam dazu beitragen können, dass die Welt toleranter wird und die Menschen mit mehr Respekt miteinander umgehen. Also ich glaube, wir sprechen ein bisschen darüber, wie wichtig Pride heutzutage noch ist, vor allem wie wichtig die Unterstützung von großen Marken ist. Wenn man das gerade so ein bisschen auf dem amerikanischen Markt beobachtet, sieht man ja, dass viele große Marken auch ihren Pride-Support zurückziehen, weil irgendwie Backlash da war oder weil Menschen nicht an die Wichtigkeit dieser Themen glauben. Und ich hoffe sehr, dass wir in Deutschland drumherum kommen und eben darüber sprechen können, warum das wichtig ist, warum das für die Betroffenen wichtig ist und warum sich für queere Menschen ihre Lebensrealität nicht verändert, auch wenn der Pride Month um ist. Wichtig ist es, dass auch so ein Unternehmen wie M&M sich dafür einsetzt. Ich denke, sehr wichtig. M&M's gehört zu einem US-Familienunternehmen Mars. Wir haben eine über 100-jährige Geschichte. M&M's gibt es seit über 80 Jahren. Und wir sind eine Marke mit einer wahnsinnigen Strahlkraft, die für bunten Spaß bekannt ist und die auch vom Mainstream geliebt wird. Und ich denke, wenn eine Marke wie M&M's sich öffentlich bekennt zur Queer-Community und sie unterstützt, dann kann das viele Leute, kann das für eine Awareness bei vielen Leuten sorgen, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen und auch zu einer Veränderung im Kopf, hoffentlich. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Für die Riccardo Simonettis Initiative gab es jetzt den Scheck in Höhe von 25.000 Euro. Ich habe eine Initiative gegründet, die Riccardo Simonetti Initiative, und wir machen unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite versuchen wir, Menschen aufzuklären über alle Themen, die marginalisierte Menschengruppen beschäftigen, aber wir versuchen auch bereits bestehende Vereine und Organisationen finanziell zu supporten, weil wir quasi das Geld sammeln und auch an andere Vereine und Organisationen weitergeben, und wir versuchen ein bisschen so ein Vermittlungsglied zu sein zwischen eben großen Marken und kleinen Organisationen, wo man vielleicht auch mit einer kleinen Spende schon enorm viel erreichen kann. Was für Vereine sind das konkret? Für Ältere, für junge Leute? Also wir versuchen uns für Menschen stark zu machen, die Teil einer marginalisierten Gruppe sind. Also wir versuchen uns für POC stark zu machen, für die queere Gemeinschaft stark zu machen. Wir versuchen uns gegen Ableismus auszusprechen, also auch behinderte Menschen supporten. Und da haben wir die verschiedensten Vereine schon unterstützt und wollen das natürlich auch in Zukunft weitermachen. Dafür kommen ja die 25.000 Euro genau gerecht. Wie sehr findest du die Unterstützung von M&M's? Also als gemeinnützige Organisation ist das für uns essentiell, dass wir von großen Firmen solche Spenden bekommen, weil wir mit diesem Geld natürlich total viele tolle Projekte umsetzen können. Wir arbeiten gerade an einer eigenen Broschüre, die wir an Schulen schicken wollen, wenn die Schulen es wollen. Die können die kostenlos bei uns bestellen. Und da wird das ganze Thema LGBTQ teenagergerecht erklärt. Weil wenn man in der Schule ist, im deutschen Lehrplan, erfährt man darüber gar nichts. Und ich glaube, dass das manchmal auch passiert, weil vielleicht LehrerInnen gar nicht genau wissen, wie sie dieses Thema erklären sollen. Und deshalb arbeiten wir gerade an so einer Broschüre, die wir dann kostenlos an Schulen und Jugendhorte schicken können, dass, wenn zum Beispiel Fragen da sind, kann man diese Broschüre austeilen, und selbst wenn nur eine einzige Person im Klassenraum queer ist, werden alle anderen mit dafür sensibilisiert und wissen, dass man empathisch mit so einer Person umgehen soll, und wir versuchen dadurch das Stigmata ein bisschen kleiner zu halten. Jetzt erzählen Sie mir ganz kurz über diesen Store hier. Ja, dieser Store ist wunderschön. Also mir tun alle Zuschauerinnen und Zuschauer leid, die heute hier nicht sein können. Er ist auf dem Berliner Kudamm. Er ist 3000 Quadratmeter groß. Den gibt es hier seit 2 Jahren. Es finden sich hier ganz viele tolle Sachen. Also alles mit M&M's, von Tassen über T-Shirts. Aber natürlich auch die M&M's Lentils, also Schokolade, gibt es hier. Und das Besondere ist, man kann hier reinkommen und kann sich seine M&M's selbst bedrucken lassen. Also zum Beispiel das eigene Gesicht oder eine Grußbotschaft oder Pride und Love auf M&M's drucken lassen und dann direkt mitnehmen.
sind wir hier im M&M's Store. Ist das nicht wie ein Kindheitstraum, der wahr geworden ist? Also ich bin total überrascht davon, wie lecker es hier riecht, wenn man durch die Tür kommt. Es riecht einfach nach Schokolade und wir sind ja hier, über ein wichtiges Thema zu sprechen. Aber ich hoffe, dass wir uns auch ein kleines bisschen durchnaschen können. Werden wir hoffen. Dankeschön. Sehr gern. Also ich hab's getan und bin mir sicher, dass Ricardo sich auch durchnaschen durfte.